Ja, ich finde ja ganz schön, was Arne gemacht hat. Mal so eine Zusammenstellung, so die, alle Tore oder die schönsten Tore oder so. Das ist, dann sieht man auch mal, wie schön es ist oder wie gut wir teilweise spielen. Aber klar, wenn wir halt nicht versuchen, einigermaßen konstruktiv rumzukritisieren. Man muss halt, das sind halt immer wieder dieselben Dinge, ne? Es ist halt einfach so. Man muss sich da immer wieder dran erinnern. Gerade. Sie müssten heute gewinnen. Alles andere hilft nicht. Nur ein Sieg würde sie hier an diesem letzten Spieltag der Saison zum Aufsteiger machen. Und jetzt gucken wir mal, Schön. was der Druck mit ihnen macht. Das ist halt so eine Situation, da muss ich auf Außen aushelfen, weil der Bot halt früher Jetzt überspielt die ist. Foxes über den Flügel, da hat sie natürlich Platz. Oh, Oh, den Ball hat er. in dem Moment besteht aber auch in der Mitte keine Gefahr. Ja, das meint da, Ah, das war das meine ich. zulässig. Martin. Ui. Okay. Ja, aber nur wegen Martin. Viel Übersicht bei diesem Pass. Aber da kann Oh, er schon ach, auf Mist. atmen, sie holt sich diesen Steilpass. Er läuft ja wieder. Er läuft bis rechts mit der Ingo. Da ist eine Menge Platz für Cheers auf dem Flügel. Schön. Und jetzt haben sie den Schön. Ball. Oh, spielen doch direkt auf den Martin. Schön finde ich aber, dass der Günni zur Unterstützung mitgelaufen ist. Um mich seelisch und moralisch zu unterstützen. Gefährlich! Da ist Oh. er da! Er steht gut und holt sich den Ball. Jetzt ein Problem. Gute Aktion, Ball Das weiter sehe ich hinten. jetzt aber Macht der nicht so. Günni. Cheers Joff in der Offensive. Da kommt die Stuh. Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Schön. Wahrscheinlich nicht gegen die. Nein, kein Oh. Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Ja, mit viel Übersicht. Ja, mit Check viel einmal zurück. Übersicht. Ah, Sehr schade. gefährlich geworden Entschuldigung, beim Blockieren. eigentlich wollte ich auf Puget zurücklegen, aber. Ich war genauso überrascht. Ja, guter Pass. Sehr gut, den Ball hat sie sicher. Das war so ein Moment, wo du dann mit der Ballrolle vielleicht eher zum Hoho, das werden ja Liga Anhalten. 1-Techniken verlangt. Ich habe das mal ein bisschen ausprobiert, das funktioniert tatsächlich. Also wenn man das ein bisschen sich verinnerlicht. Damit ist, macht man damit, kann man sich ganz schön Räume Guter Pass schaffen. jetzt. Dieser scheiß Ballrolle. Schön, schön. Ich brauche eigentlich keine Clips mehr machen, der Arni macht das jetzt alles. Na du. Du musst Ich ja hab doch nur noch. die, Jens, du musst ja doch nur die 5 Stunden, die Arnie aufzeichnet, dann durchschauen, 5 Mal, 3, 4 Mal und dann daraus die besten Sachen rausschneiden. Ich hab tatsächlich von Montag noch 5 Clips oder so, die habe ich noch gar nicht bearbeitet. Die habe ich einfach nur runtergeladen, die fliegen auf meinem Handy jetzt rum. Die Gesundheit. Der Arnie und ich brauchen. Schön. Eine iCloud zusammen oder so, dann können wir dann die Daten immer hin und her schieben. Der Ball weg. Das könnte vielleicht was werden. Gut gemacht mit dieser Grätsche. Oh nein, Und Junge. das war richtig Boah. knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre Was? Warum? Ich habe nach hinten auf den Torwart gezielt und habe A kurz angetippt, damit er ja nichts Verrücktes macht. Und er spielt ihn einfach blind nach vorne. Interessant. Ein harter Zweikampf, aber Geht alles schon. quer. Hoher Steilpass jetzt, sieht gut aus. Keine Oh. Gefahr bei dieser Aktion. Ja, was hat er denn für eine andere Wahl? Also. Ja. Oh, Gott.
Ich finde das eigentlich ganz cool, wie der, wie unaufgeregt der Bot da teilweise macht. Jetzt der Angriff von den Foxes. Unser einer wäre schon völlig in Panik geraten und mit der Axt durchs Schreibtisch. Wir müssen schneller spielen, dann können wir die Offensive überraschen. Den Ball hat er, ganz souverän. Das macht er gut. Das ist auch wieder so ein Gegner, muss er einfach ein bisschen tiefer stehen. Und dann nimmst du den ihr ganzes Spiel. Ja. Ja, setz dich schön durch. Okay, hätte Ball zu lang. Ja. Ja, da war meine erste Idee, habe ich mich dagegen entschieden, die zweite ging dann nicht mehr. Muss ich einfach schnell den einfachen Ball spielen. Gute Aktion, Ball ist raus. Ich würde ja gerne sagen, das ist einfach nur als Beispiel, euch das mal zu zeigen. Oh, das, raus, das ist ja eins meiner größeren Probleme. Wenn ich das sage, meine ich ja nicht nur euch damit, sondern auch immer mich. Das wissen wir doch. Der Oberkonvort, hey, macht richtig gut mit da oben. Ballverlust. Schade. Ja, der lernt aber auch nicht, ne? Schwache Aktion. Oh. Ballverlust. Alles gut, nichts passiert. Günni. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Junge, der Martin steht doch einen Meter vor mir. Wo spielt denn der da hin? Wo du hinschießt. Ich hab auch nicht so Martin. Theo nochmal. Schade. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Ja, ist so. Zur Pause steht 1-0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Also da nur kurze Info, also ich bemühe mich natürlich auch den Theo ins Spiel einzubinden und das klappt glaube ich auch besser als noch vor einigen Wochen oder Monaten. Aber ja, weil wir ja anders geplant hatten zu spielen, auch was die Außen angeht, brauche ich da halt noch ein bisschen. Deswegen war jetzt gerade für mich eigentlich die logische Lösung, mich zu drehen. Dann hatte ich erwartet, dass Michael direkt in die Lücke da startet, um den dann da reinzuspielen. Wenn du da öfters mal übersehen wirst, Theo, einfach gerne ansprechen. Aber ich mal schreit ganz laut. Genau, und ich hoffe, das da mal einzusetzen. Das hängt halt, wie gesagt, ein bisschen damit zusammen, wo wir früher gesagt haben, wo ein LM oder RM laufen oder stehen sollte. Also, ich glaube, wenn wir hier jetzt wirklich noch auf 2 oder 3-0 erhöhen, geht die auch raus. Dahinter läuft den Pott. Ja, ja, kann er ja machen. Oh, sorry, Martin, schön gerettet. Ja, Mist. Ich habe auf A gedrückt. Gefährlich! Oh. Der hält er mich einfach mal fest, ey. Oberkorn. Beißen. Die Oberkorn. Alles schon. Aber. Mach der Oberkorn. Oberkorn hilft aus. Oh, stark! Oh, schade. Alles richtig gemacht. Schön gespielt. Schade, da hätten sie hier weiter erhöhen können, aber das Aluminium ist im Weg. Das ärgert sie natürlich. Den hätten sie gerne mitgenommen. Treffer. Hier kann sie klären. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Das ist schon krass, wenn man sieht. Schon so. Scheiße. So, wie krass beweglich diese kleinen Spieler dann sind. Und dann siehst du hinten die zwei Bahnschranken, die zum Umdrehen einfach eine halbe Stunde brauchen. Das ist der Theo, was der da für Tippelschrittchen macht zwischen den Gegnern. Schon interessant. Ist das Balance-Training als Kleinkind? Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Danke. Schön. Er geht energisch dazu. Oh, oh, oh. Tesche.
Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie hier knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Oh. Er ist so klein, hat immer mit durchgeschossen. Die Fox ist im Angriff. Ach, und dann so ein Scheißball. So. Oh, schade. Wir hören den Ingo. Schön. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Oh, schieß doch. Darfst du gar nicht annehmen, den Ball. Muss direkt schießen. Mensch. Wir hören. Und da ist der Ball wieder weg. Scheißegal, schießen. Oh, schade. Ja, sorry, habe ich in die Mitte geschaut. Wo, wo laufen sie denn? Oh, Torwart. Noch sind hier die Torhüterin mit sehr gut. Ja, irgendwann muss er ja auch mal. Also, irgendwann wird er auch bezahlen. Jetzt hätten wir den Ball abfangen müssen da. Ha, sag doch mal ein Dreieck-Chat. Ja, da sagt er keiner. Oh nein! Ist mir egal, das hast du trotzdem gesagt. Ich kann mich hinterher angucken. Ah, das war zu einfach. Weiß ich aber nicht, wo du da hingelaufen bist, Günni. Wollte was trinken, glaube ich. Ja, das ist wieder das perfekte Beispiel. Du musst auf RIV bleiben. Du musst auf RIV deine Seite musst du halt verteilen. Ja, links auf der Seite, wo du hinläufst, ist auch der Jens. Doch, wir müssen uns jetzt konzentrieren für die letzten. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ich meine, ist ja kein schlimmer Vorwurf. Wir hätten ja ungefähr schon 3 Tore machen müssen vorne. Der Ball ist weg. Dass wir da viele für Chancen haben liegen lassen. Gut durchgesetzt. Schuss! Das ist doch dann. Das ist dann wieder diese Zögerlichkeit, ne? Machst du den Schritt dann raus? Ja, dann passt er in die Mitte, ja. Ja, wenn wir da so offen stehen, jetzt halt durch den LV bedingt, dann kann man nicht viel machen. Hätten halt vorne einfach mehr machen müssen. Ja, aber wir können doch nicht innerhalb von so kurzer Zeit gleich wieder das Spiel aus der Hand geben. Also wir, als würden wir aufhören, Fußball zu spielen. Nochmal, jetzt vielleicht die Gelegenheit. Für nichts und wieder nichts. Das wird jetzt Abschluss geben. Die haben das ganze Spiel nichts auf den Rasen gebracht. Ja, dann machen sie halt eins, haben gespendet Momentum, nutzt es aus. Schulte mal selber. Ja, natürlich. Aber das ist doch. Gut und fair, das Tackling. Gut gesehen, Vorteil hier. Boah. Ja, das war genau richtig. Jetzt der Angriff von den Foxes. Ja, ja, ich glaube, das könnte eine Karte nach sich ziehen. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Warte mal. Jetzt das Freistoßtor, jetzt der Ausgleich. Dann hätten wir hier kurz vor dem Ende ein ganz anderes Spiel. Da ist das Tor! Noch eins. Aber ein wenig Frust dabei. Ja, es war ganz technisch und sauber in die Kurzecke. Ja, technisch war das allererste Klasse. War Weltstark. Bön. Das sollte eigentlich im Kopf klären, aber gut. Dann weg ist es weg. Ganz schade. Stark verteidigt. Oh, jetzt zack ich. Oh. Da steht er gut. Da ist die Chance. Und da kommt der Bot hinten nicht raus. Und dann die Dinge. Zwei Minuten mehr nachgespielt. Da, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg.
Theo, jawohl. Schön. Oh, schade. Oh. Ja. Ja, war auf Theo gezielt. Ich dachte nicht, dass er zu mich da durchkommt, dass der Theo den dann spielen kann. Aber so wäre es ja fast noch gefährlich geworden.